Und ja, ich weiß, ich bin gemein. Was haben wir denn da? Oh, das sieht mir wie ein Zauberer aus. Müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Also Kirogon hat 7 Bewegungspunkte. Das heißt, er kann nicht zuschlagen, aber er kann sich schon mal so hinstellen, dass er nächste Runde draufhauen kann. Dann würde Gwendolyn 1, 2, 3, 4, nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Gwendolyn würde hier hinlaufen, damit sie der Elfe nicht im Weg steht. Und was dann? Tirik würde auch in die ungefähre Richtung laufen. Und dann ist der Zauberer dran. Und wenn Zauberer dran sind, kann das übel enden. Hilft nichts. Talana. Oh, die Elfe könnte einen Blitzdefend werfen. Das ist doch mal eine gute Idee. Also, du läufst dahin. Wartest ab. Du läufst dahin. Du gehst näher ran, stellst sie aber nicht Tirik in den Weg. So. Nein! Aua! Das war ein Fulminictus. Zauber, Kampf, Blitzdefend. Der Zauberer ist geblendet, sehr schön. Das heißt, er verliert jetzt eine Runde. Du gehst mal näher ran, zauberst aber noch nicht. Denn ich denke, sobald gleich Kirogon und Gwendolyn raufhauen können und Myrim raufschießen und er eh eine Runde verliert, dürfte er schnell fallen. So, abwarten. Tirik. Tirik läuft hinter Talana her, um nicht im Weg zu stehen. Der Ork, den ignorieren wir gekonnt. Oh, warte mal. Escape. Kannst du vielleicht einmal außen rumlaufen? Nein. So, rauf da aggressiv. Und misslungen. Schade. Was machst du? Du läufst hier hin, um dann eventuell später von der Seite reinzuschießen. Du gehst vorerst dahin und in der nächsten Runde gehst du dann hinter ihn. So. Angriff. Aggressiv. Und triffst nicht. Das ist sehr skurril. So, du hau Ork. Aggressiv. Und du zauberst jetzt nochmal bitte einen Blitzdichfind. Und gelungen, sehr schön. Der kommt jetzt gar nicht mehr zum Zug. Du läufst dahin, wartest ab. Talana macht gleich Platz, damit Tirik durchkommt. Und du gehst hinter den Zauberer. Ja, soweit läuft das ganz gut. Erster Treffer auf den Zauberer. Du machst Platz und sicherst jetzt. Du stehst immer noch ungünstig. Geh mal dahin. Ja, jetzt sieht das gut aus. Alle Mann in Position. Jetzt heißt es nur noch draufhauen. Und den Zauberer immer schön mit Blitzdichfind ruhig halten. Ist zwar ein wenig unfair, aber es verbraucht recht viel Astralenergie. Und es kann misslingen. Also zum einen, wenn der Zauber einfach nicht gelingt, also der Zauber, die Zauberprobe. Und zum anderen, wenn die Magieresistenz des Ziels zu hoch ist. Ich weiß nicht, ob das direkt in die Probe mit reingerechnet wird oder einen separaten Wurf gibt. Aber es dürfte so oder so das Ganze schwieriger machen. Oh, ein sehr schöner Treffer. Ich bin jetzt versucht, auch mit Myrim mal zwischendurch reinzuschießen. Aber nein, wir sollten nichts riskieren. Gleich wieder Kampf, Blitzdichfind. Schon wieder geblendet. Also wirklich viel Magieresistenz scheint er nicht zu haben. Und wir landen sehr viele sehr gute Treffer. Und vorbei. Sehr schön. Du läufst mal weg. Abwarten und der Rest macht Computerkampf. Keine Magie. Gut, gut. Hoffentlich war es das der Magier, der so hämisch gelacht hat. Also er hat schon vor Melictus geworfen. Das ist schon mal ordentlich. Wäre der zum Zug gekommen, hätte er noch ein, zwei von uns umbringen können. So, was haben wir da alles? Einen starken Heiltrank, sehr schön. Ein Kettenhemd, ein Kunchommer. Heißt das nicht eigentlich Kuchommer? Ist auf jeden Fall ein säbelartiges Schwert.
Noch ein starker Heiltrank, ein starker Zaubertrank. Oh, sehr schön. Und das Kettenhemd und den Kuchoma, den behalten wir mal im Auge, falls die magisch sind. Und 48 Abenteuerpunkte. Sehr schön. Also Myrim hat ein wenig Astralenergie. Aber das können wir gleich korrigieren. Das war doch ein normaler, richtig? Ja. So, 23. Mut haben wir immer noch. Schöne Sache. Ja, und da war der Kunchoma. Das ist ein Kunchoma. Ja, schön. Ist irgendjemand überlastet? Nein. Doch, Gwendolyn. Von dem Kettenhemd. Das Kettenhemd geben wir mal Tirik. Kann er nicht. Ja, nee, sein Werkzeug ist echt zu schwer. Wer hat jetzt ganz viel? Sie hat relativ viel. Und sie trägt ja eh schon die Spitzhacke. So, das heißt, das ganze Werkzeug kommt jetzt provisorisch erstmal zu ihr. Dann zieht ihr das Kettenhemd an. Obwohl, was, wenn das Kettenhemd verflucht ist? Kann nicht benutzt werden von ihr? Ja, das ist klar. Kann er immer noch nicht tragen. Ah, ist ja übel. So, die 18 Dinger noch. 1,8. Jetzt hat er 343 Tragkraft über. Gucken, ob das reicht. Jo, aber ganz knapp. Seht ihr, wie viel so eine Rüstung ausmacht? Also wenn man eine richtig schwere Rüstung trägt, ist es mit Loot einsammeln eigentlich schon gegessen. Jetzt ist die Frage, ziehen wir das Teil an. Wir wissen nicht, ob es magisch ist. Wir wissen nicht, ob es, wenn es magisch ist, verflucht ist. Wir könnten das von Talana überprüfen lassen. Also beides. Einmal durch den Odem Arcanum. Und Eigenschaften seid gelesen. Nein, Analyse Arcanstruktur und Odem Arcanum. Also ohne Arcanum, um zu gucken, ob es magisch ist. Und dann Analyse, was es genau macht. Aber das kostet alles Astralenergie. Aber wir haben gerade einen starken Zaubertrank gefunden. Das heißt, wir könnten es uns eigentlich leisten. Und wir haben letzte Zeit recht viele Dukaten verdient. Also komm, lieber auf Nummer sicher gehen. Der arme Tirik hat schon in der Zeitverzerrung zu viel erleiden müssen. Davon weiß er zwar jetzt nichts, aber... Ja, genial. Jetzt ist Talana natürlich überladen und kann den nicht zurücknehmen, weil sie das ganze Werkzeug hat. Wir brauchen viel, viel mehr Körperkraft. Allesamt. So, du kannst jetzt 300 noch was tragen. Das könnte reichen. Ja, also. Zaubersprechen, Talana. Hellsicht. Odem Arcanum. Auf. Kettenhemd. Das Kettenhemd ist nicht magisch. Aber gut. Dann zieht er es einfach nur so an. Jetzt haben wir Rüstungsschutz 9. Jetzt haben wir 11. Schöne Sache. Also, ist jemand überladen? Nein. Das heißt, wir müssen bei Zeiten das ganze Werkzeug mal umsortieren. Eventuell auch aussortieren, was wir davon wirklich brauchen. Haben wir zwei Spitzhacken? Nee, das war nur die alte von... Okay. Und wir müssen später noch gucken, ob der Kuchoma da oder Kunchoma magisch ist oder nicht. Aber das machen wir erst, wenn wir draußen sind. So. Wollen wir jetzt schon einen Trank trinken? Nee. Die beiden haben auch noch genug Astralenergie, falls ein Gegner da ist, der nur mit Magieschaden bekommt. Dann können immer noch die Elfen ihren Fulminictus schmeißen. Und sie hat den Zaubertrank ja noch in der Hand. Also warten wir erstmal ab. So, war es das schon? Haha, nee, da war noch eine Geheimtür. Das ist so ein richtiger Dungeon, wie er im Buche steht. Mit überall Geheimtüren und Schwarzmagiern und Skeletten. So muss das sein. Ja, ich sollte nicht zu lange zaudern, wegen dem Mutzauber. Als ihr den Raum betretet, meint ihr gerade noch ein Flackern in einer Ecke wahrgenommen zu haben. Als ob sich etwas Helles aufgelöst hätte. Und wieder hört ihr dieses grausige Lachen. Dieses Mal jedoch mit einem deutlichen Klang des Triumphes.
Also der Zauberer eben war wohl nicht der Zauberer, sondern nur irgendein Lehrling. Und wir sind wieder in so einem Raum. Oder sind wir wieder da oben? Nein, sind wir nicht. Das ist eine neue Karte. Hier liegt eine kleine Fiole auf dem Boden. Wollte sie mitnehmen? Ja. Und noch ein Mutelixier? Jo. Hat der Geist so eine Spur aus Fiolen hier gelassen? Ist ja auch nicht schlecht. So, wieder kein offensichtlicher Ausgang. Aber das stört uns nicht. Wir stupsen einfach jede Wand an. So, da ist schon mal einer. Gucken wir oben auch noch. Da ist nichts, da ist nichts. Und hier ist die Westwand, wo es gar nicht rausgeht. Na gut, also nur ein Ausgang. Durchatmen, Schritt für Schritt vorschleichen. Eine Sackgasse, die nehmen wir schon mal mit. Und jetzt gehen wir erstmal nach Osten. Warum gehen wir jetzt nach Westen? Und oh, Teleporter. Das könnte gefährlich werden. Also ich muss jetzt immer schön auf den Kompass achten, wo wir hingucken. Ich will mal lieber zurückgehen. Hier ist noch eine Sackgasse. So. Hier war gleich das Feld, wo wir weg... Ah, wo wir wegteleportiert wurden. Also eins von den beiden ist es, glaube ich. Na gut. Das heißt, wir kommen da nicht mehr zurück. Ich würde schon gerne einen Rückweg offen halten. Also gucke ich mal, ob ich hier rechts rumgehen kann. Sackgasse. Aber momentan sind wir hier, außer wir benutzen ein Transversales, eingesperrt. Ja, das Feld ist es. Hoffentlich hätten wir nicht von vornherein da lang gehen müssen, das wäre jetzt doof. Ah, hier ist noch ein Geheimgang. Gucken wir kurz die Nische zu Ende. Nee. Ah, wieder so viele Gänge. In welcher Etage sind wir jetzt eigentlich? In der dritten, glaube ich. Also die erste war das mit dem Eingangsbereich, wo wir das Pulver benutzen müssten. Das zweite mit dem hämischen Lachen und dem einen Magier am Ende. Und jetzt die dritte, ja. Noch eine Sackgasse. Ah, ich gehe mal kurz zurück in die Nische da unten. Die will ich nicht auslassen. Oh. Ah, okay. Wenn wir da in die Nische treten, werden wir hierhin zurückteleportiert. Wenn wir hierhin treten, werden wir irgendwo hierhin teleportiert. Aber gut, jetzt können wir die Ecke hier auch noch abgehen. Schön langsam, um nicht irgendwelchen Text zu verpassen. Okay, und hier ist gar nichts. Aber na gut, der Vollständigkeit halber haben wir das auch gemacht. Wurden jetzt einmal teleportiert. Und gehen jetzt hier hoch. Und jetzt war hier der Gang. So, nur noch links rum. Eine Sackgasse. Eine Abzweigung. Wir gehen immer Schritt für Schritt alles durch. Ah, sieht symmetrisch aus. Also müsste jetzt gleich noch so ein Gang kommen und danach ein Teleporter. Das war dieser Raum, der genauso aussieht wie die anderen. Ein langer Korridor. Gucken wir mal. Nee, kein Teleporter. Geheimtür? Nein, keine Geheimtür. Mann, Mann, Mann. Okay, also nur noch hier lang. Sackgasse. Bestimmt nicht. Da kann ich gegendrücken, aber es kommt keine Nachricht, dass da kein... Das hier. In diese Richtung geht es nicht weiter. Der Text kommt hier nicht, wenn ich nach vorne drücke. Aber wir kommen auch nicht durch. Okay. Und da kann doch eigentlich gar nichts sein. Da unten hatten wir schon nach
Geheimgänge gesucht, richtig? Können wir einfach nochmal machen? Nein, nein, nein. Ah. Na gut. Machen wir mal ein Hellsicht. Penetritzel. Ah, da geht's definitiv weiter. Na, Talana nach vorne. Vielleicht findet ihr irgendeine Rune oder so. Nee. Rückwärts? Rückwärts. Okay. Ah, jetzt sind wir rückwärts da reingelaufen. Auf den Regalen stehen eine Unmenge von Fläschchen und Krügen. Wollt ihr den Inhalt untersuchen? Ja. Talana stößt eine kleine Flasche um. Der Inhalt vermischt sich mit dem eines kleinen Kruges und in Windeseile steht der gesamte Raum in Flammen. Ah, weia. Der beißende Geruch nimmt euch fast den Atem und die Sicht und ihr könnt sehen, wie er sich schnell im ganzen Keller verteilt. Nicht gut. Also hier ist nirgendwo irgendwas. Raus. Ach, wieder rückwärts raus. So, ich hoffe mal, dass diese komische rückwärts durchgehende unsichtbare Wand das Ganze da... Au, nein, tut es nicht. Mist, Mist, Mist. Aber das Gelächter ist noch nicht vorbei. Jetzt müssen wir im Panikmodus hier die restlichen Räume abgehen, wollte ich gerade sagen. Aber es hat sich wohl gerade geklärt. Noch ein Ork, noch ein Zauberer. Läufst du jetzt zum Zauberer? Wie weit kommst du? Du kommst bis da. Dann könntest du nächste Runde ihn hauen. Das heißt, du läufst mal bis dahin, damit du den Fernkämpfer nicht im Weg stehst. So. Du läufst dahin. Ah, du könntest den Ork angreifen. Aber dann hast du keine Astralenergie mehr für den Zauberer, außer du trinkst den Trank. Und die Elfen werden eh im Weg stehen, weil sie auf ihn schießen. Ja, komm. Kampf. Fulminictus. 13 Treffer und er steht noch. Okay, zähe Bursche. So, du gehst hinten rum. Du. Oh, du hast richtig wenig Lebenspunkte. Das habe ich vergessen zu heilen. Ah. Oder es kommt wegen dem Feuer. Oder Giftrauch oder was auch immer das ist. Also mach einmal kurz. Heilung kannst du nicht. Oh, das ist ärgerlich. Dann mach Kampf. Fulminictus auch auf den Ork, damit er dich nicht aus Versehen umhaut. Und du gehst dahin. Und hat nicht genug Bewegungspunkte, um zu zaubern. Schade. Und kann auch von hier gar nicht treffen. Also noch einen Schritt. Das heißt, er wird gleich zaubern können. Das ist gar nicht gut. Tyrik, lauf. Oh, der hat zweimal gezaubert. Also es sah zumindest so aus. Du läufst hinter Gerogon hinterher. Du läufst da so schnell es geht ran. Und haust drauf. So, das heißt, der nächste Zauber von dem Zauberer geht hoffentlich auf Gerogon. Und nicht auf die angeschlagenen Elfen. Du zauberst Kampf Blitzifend. Zauberst geblendet, sehr schön. Talana läuft näher ran. Und Myrrhm hat eh keinen ordentlichen Platz. Das heißt, sie verkriecht sich hier in die Ecke, falls aus der Tür noch irgendwas kommen sollte. Und du gehst auch näher ran, um eventuell mit draufzuhauen. Tyrik haut dem Magier ins Kreuz. So. Und du zauberst gleich wieder ein Blitzdefend. Genug Astralenergie haben wir ja noch. Ist geblendet. Du sicherst. Du stellst dich hinter Tyrik. Aber so, dass Gwendolyn durch kann. So. Sollst du gleich wieder einen Blitzdefend machen? Nee, ich glaube, sie ist einfach durch ihre Schnelligkeit zweimal dran gewesen. Also machen wir jetzt mal einen Fulminictus. Um den vielleicht etwas frühzeitiger aus dem Rennen zu werfen.
Du machst immer noch nichts und du machst deine alte Option. Du genauso. Du stellst dich jetzt hier neben Tirik und Tirik geht gleich um den Magier rum, um ihn von der Seite anzugreifen. Dadurch macht er noch gleichzeitig Gönn den Platz. Damit dann alle drei raufhauen können. So, jetzt würde ich doch ganz gerne wieder einen Blitztief hinschmeißen, denn ich habe im Gefühl, dass er gleich wieder dran ist. Gar nicht gut, dann mach du mal ganz schnell. Kampf, Blitztiefwind. Ach, gut. Dann kannst du gleich noch einen Fulmin durchschmeißen. Ah! 14 Trefferpunkte und er ist tot. Ah, sehr schön. Welche der erbeuteten Gegenstände wollt ihr an euch nehmen? Kettenhemd, Kuchonmar, starker Heiltrank, Zaubertrank. Wollen wir alles mitnehmen? Stopp. Gleich Pause. Okay, hier drin geht die Zeit nicht weiter. Also kann sie jetzt in Ruhe ihre Wirselkräuter essen? Wo sind sie da? Du isst erstmal eins. Du isst auch eins. Jetzt bringen wir die alle schön hoch. Denn dadurch, dass wir die Flasche da umgestoßen haben, besser gesagt, Talana die Flasche umgestoßen hat, müssen wir jetzt hier schnell raus. So. Das mit den Wirselkräutern mache ich noch kurz zu Ende. Aber danach gibt es erstmal wieder einen Cut. Um dann in der nächsten Folge dramatisch hier raus zu fliehen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir noch nicht alles gemacht haben. Zumindest den Raum sollten wir uns hier noch angucken. Weil wir wissen nicht, ob das jetzt wieder ein Lehrling war oder der wirkliche Magier. Wirklich viel stärker war er auch nicht. Und er hatte auch nur einen Ork als Wache. So, Gwendolyn braucht noch ein Wirselkraut. So, ganz schnell raus und ganz schnell abspeichern. Speichern, LP 44. Und wir sehen uns gleich wieder.